Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Video. Und zwar schauen wir heute, wer oder was kommt auf dich zu in der nächsten Zeit. Wir gucken hinein, jetzt hast du mal den Einblick, wer kommt auf dich zu. Ich bin schon gespannt, ist es eine Situation, ist es ein Mensch, ist es ein Partner, eine Partnerin, ist es ein Job, ist es die Selbstständigkeit? Was steckt hinter diesen drei Stapeln? Ich bin auch schon aufgeregt, weil ich weiß nicht, was da drinnen ist und was uns jetzt gleich erwartet. Und ihr könnt einen oder alle drei euch anschauen. Das ergibt oft eine kleine Geschichte. So, und ich fange jetzt an mit dem ersten Stapel, mit dem rosaroten. Mit dem rosaroten. Ja, mit den kleinen rosaroten. Und wisst ihr was, mir jetzt gerade einfällt? Wie heißt denn der Film schnell? Raumschiff Enterprise, ist es das? Wie heißt der? Schreibt es mir unten in den Kommentaren, der kleine Witz. Raumschiff Surprise heißt der. Wie heißt denn er? Bulwig? Oder wie? Also Michael, irgendwas Michael Bulwig Herwig oder so, ich weiß es nicht, aber er ist echt ein super süßer, mir fällt jetzt der Name nicht ganz ein, aber der fällt mir jetzt bei deinen Stapel ein. Warum? Vielleicht solltest du ein bisschen mehr Spaß in deinem Leben lassen, ich weiß es nicht. Dann schauen wir mal, was sich hier zeigt. Ja, du wirst vielleicht sogar mehr Spaß haben. Den Sprung, oh. Oh, 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 oh. Ja, also hier geht es mal bei dir. Das, was ich dir schon mal sagen kann, was auf dich zukommen wird, bei diesem Stapel, das kann jetzt beides sein. Denn bei dir sehe ich den absoluten Erfolg. Ich sehe jetzt nicht den Job, das muss ich euch auch jetzt fairerweise sagen, ja. Also ich sehe jetzt nicht den Job, aber ich sehe, dass eine Selbstständigkeit, ein erfolgreiches Erlebnis, ein erfolgreicher Brief, eine Nachricht, also eine erfolgreiche Nachricht wird euch ereilen, per E-Mail, per Brief, per Post, ich weiß es nicht, aber hier kommt definitiv ein Erfolgsbrief. Das kann jetzt vieles sein. Das kann jetzt sein, dass du einen Liebesbrief bekommst, ja, wo jemand dich umwirbt und du springst an und denkst dir, wow, der Typ oder die Typin gefällt dir. Und ja, und dann vereinbart ihr ein Treffen. Oder ist es ein Jobangebot, was dich an die Decke schießen lässt vor lauter Freude und Erfolg? Denn das Universum greift bei dir nämlich ein. Und das ist so schön. Das heißt, was kommt auf dich zu? Könnten wir bei dir sagen, jemand umwirbt um dich. Das kann jetzt ein Chef, eine Chefin genauso sein, die dich haben möchte, in ihrem Team haben möchte. Und was auf dich zukommt, ist definitiv ein Erfolg. Und das ist von deinen Göttern, Göttinnen von oben so gewollt. Also das ist von oben gewollt, dein Erfolg. Also das ist nichts, was dir zufällig in den Händen springt sozusagen, sondern da spielen wirklich die Götter eine große, große Rolle hier. Also die triggern das an, weil du dir das auch ausgesucht hast und die denken, ja, jetzt hat sie den Dreh draußen, jetzt springt sie gleich. Ne? Also jetzt springt sie gleich los und jetzt müssen wir ihr den genügenden Schub dazu geben, um einfach loszuspringen. Also jetzt kommt bei dir ein erfolgreiches Gespräch, Brief, Post, eine Situation, aber jedenfalls von außen. Also was kommt auf dich zu? Von außen ein Erfolg. Und wow. Und auch noch dazu eine neue Liebe. Denn wir haben hier eine neue Liebe. Und was auch noch auf dich zukommt, meine Liebe, das ist die Herzöffnung. Was kommt auf dich definitiv zu? Du schaffst den Sprung in die Herzöffnung. Also, wow. Also, du schaffst den Sprung in die Herzöffnung.
würde jetzt bei deinem Stapel als Überschrift heißen. Und du beginnst ganz neu, 10 Tage, 10 Wochen, jetzt geht es gut voran. Also da so viel Neues ist, Erneuerung, Ekstase, Glückseligkeit, Glaube, hier haben wir den Glauben, hier haben wir den Glauben. Es könnte sein, dass diese Person, die auf dich zukommt, einen anderen Glauben hat wie du. Oder diese Person hat den Sprung schon geschafft, sozusagen, und ist, das Herz ist schon offen von der Person. Aber jedenfalls beginnt ihr gemeinsam erfolgreich. Gemeinsam. Ja, also hier geht etwas gemeinsam vorwärts. So, dann die Soulmates. Wow, also hier, also wir haben hier schon ein Pärchen, wir haben hier ein Pärchen und das Spannende ist, und ich habe gesagt, er ist vielleicht schon, dein Gegenüber ist schon in der Herzöffnung und schaut mal, er hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Also er ist oder sie ist schon in der Herzöffnung dein Gegenüber und er sperrt jetzt sozusagen dein Herz auf. Das heißt, wenn ihr euch kennenlernt, dann geht dein Herz auf. Ja, also dann kommt was in Bewegung hier. Im Hier und Jetzt, also hier im Jetzt heißt hier und jetzt. Also ab jetzt, wo du dieses Video schaust, ab jetzt kann dir das blühen, was ich hier da sage. Das ist ja schon mal cool, ne? Wow, dann haben wir wieder Glaube. Wir haben hier Glaube, wir haben hier Glaube und wir haben hier Glaube. Du musst aber auch glauben an die Liebe. Du musst an die neue Liebe glauben. Wenn du an der alten Liebe festhältst, dann wirst du wahrscheinlich nicht dich öffnen können. Dann wirst du auch nicht den Sprung wagen in deine Herzöffnung und in die neue Liebe. Also hier geht es wirklich darum, dass du dich aufmachst für die neue Liebe. Glaube, Zuversicht und die Zukunft. Ja, du sollst an eure Zukunft glauben. Ja, natürlich auch in die Gegenwart, ganz wichtig, noch wichtiger als in die Zukunft, ne? Und dann hast du die Erleuchtung, Erlösung und Triumph. Ja, das könnte tatsächlich sein, du hast die Herzheilung geschafft und dein Schatz kommt und holt dich sozusagen mit seinem weißen Pferd ab und öffnet sozusagen dein Herz, wie im Märchen, oder? Also, wow! Also, Leute, macht die Augen auf, bei euren Stapel ist schon ganz viel los und das wird sich auch jetzt in der nächsten Zeit bei dir so ereignen, weil es kommt ab jetzt, hast du die Gelegenheit dazu. Das war jetzt dein Stapel mit dem rosa Blümchen und jetzt kommen wir zum Stapel Number 2. Was hast du da hier? Du hast dieses weiße Blümchen. Dann schauen wir mal, was du im weißen Blümchen drinnen hast. Ähnlich wie bei Stapel 1. Wow! Also Leute, also du hast auch einen Jackpot hier abgesandt, ne? Wow! Also bei dir, was kommt auf dich zu? Ich fange mal so an. Was kommt auf dich zu? Da brauche ich nicht dazu viel sagen. Eine Person mit ganz viel Money, Money, Money. Mit jemand, der aber auch gestanden ist. Also jemand, der mit Geld umgehen kann. Jemand, der es liebt, auch Geld auszugeben. Jemand, dem würdest du es nicht anschauen, dass er oder sie viel Geld besitzt, ne? Weil wir haben ja den reichen, guten Herrn auch. Aber hier ist gefallen die Hauptperson männlich. Also könnte es aber auch sein, dass du in deine Männlein, in deine Männerenergie kommst, also in deine Yang-Energie. Und durch diese Yang-Energie kommst du zu viel Geld. Ja, das kann natürlich auch sein. Also das kommt schon mal auf dich zu. Also bei dir heißt es, die Tore gehen auf für Liebe und Money. Also das ist ja noch besser.
als wie bei Stapeln. Habe ich da jetzt irgendwas? Aha, ich denke mal schon, da ist irgendwas. Schaut mal. Ich denke mal, irgendwas scheppert da und dabei biegt mein kleines Pickchen hier, mein Pickup, nach oben. Na? Also so bin ich beieinander. Hey. Leute. Crazy Chicken hier. Ja, du gehst gelassen. Du bist absolut gelassen und cool, gehst du. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass diese Person, wenn ihr euch kennenlernt, ihr beide seid Geschäftsleute. Also entweder hast du ein Hotel oder eine Firma, eine Praxis, eine gut frontierende Praxis übrigens, also die läuft sehr gut. Und auch bei deinem Gegenüber läuft es, was Materielle betrifft, sehr gut. Was die Liebe betrifft, da lernt ihr euch jetzt kennen. Ja, also hier kommen zwei weise Persönlichkeiten zusammen. Und wir haben hier die 11 und wir haben hier die 1. Also ihr beginnt tatsächlich auch neu. Also hier nehme ich auch eine ganz neue Liebe wahr. Ganz neu. Also wenn du jemanden hast, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du diesen Kartenstapel hier gewählt hast, kann ich mir gut vorstellen, dass du das Gefühl hast, nach so vielen Singles da draußen, dass du den Jackpot abgesahnt hast, na, und dass du stolz bist und froh bist, so eine unendlich starke Partnerschaft zu haben. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich nehme hier ganz, ganz stark Singles wahr. Also hier nehme ich ihn als Single wahr oder sie als Single und dich genauso. Denn wir haben die Karte, es wird bald klappen. So, also entweder wird es bald klappen, dass du zu Geld kommst oder dass ihr beide zu Geld kommt oder dass ihr euch kennenlernt. Ja, also hier könnte es sein, dass ihr euch kennenlernt über eine dritte Person. Und es wird, wow, also sehr, sehr schnell, sehr plötzlich wird es zu einem zweiten oder Date kommen. Also das Treffen zwischen den ersten, ja, wo ihr euch gesehen habt und vereinbart habt, ein Treffen, bis zum nächsten Treffen werden nicht viele Tage vergehen. Dieser Mann, diese Frau ist sehr romantisch, liebt auch deine verspielte Seite an dir. Diese Person liebt es, wie du redest, wie du gehst. Sie liebt deinen Popo. Ja, also deinen schönsten Hinterteil liebt diese Person. Er findet dich sehr sexy, sehr attraktiv und kann die Augen von dir nicht mehr lassen. Olala, olala chica, ne? Olala chica. So, ja, dein eigenes Herz befreit. Und das ist ähnlich wie bei Stapel 1. Hier wird deine Herzbefreiung stattfinden. Also hier kommt es zur absoluten Herzbefreiung. Also hier wird dein Herz befreit werden. Durch diese Person hier. Ja. Und das ist absolut Liebe. Also das ist, da braucht man gar nicht weiterreden, das ist absolute Liebe, ne? Also hier lieben sich zwei Menschen. Er oder sie liebt seinen Job. Du liebst deinen Job, deine Tätigkeit, was du machst, liebst du. Du bist gelassen, du kannst wirklich dich austoben in deinem Job. Du fühlst dich frei, du fühlst dich unendlich geliebt. Du hast einen großen Kundenstock, so wie er auch oder dein Gegenüber auch. Ja? Und es ist wirklich wahre Liebe, meine Lieben. Dann hast du hier der grüne Mann, Wachstum, Lebensenergie und Fruchtbarkeit. Aha, es könnte sein, also hier müsst ihr schon ein bisschen aufpassen bei Schnickerti, Schnackerti, Schnuck, weil es könnte sein, wenn du nicht mehr Mama werden möchtest, dann würde ich an deiner Stelle sehr gut aufpassen und natürlich immer verhüten, 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 verhüten. Die Jungen machen das sehr brav und die ältere Generation auch unbedingt,
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Dann hast du hier die geistige Verbundenheit und Ähnliches zieht Ähnliches an. Ja, ihr seid im Geiste schon lange verbunden. Ja, ihr seid schon, ihr teleportiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist spät, man merkt's. Also es könnte tatsächlich sein, dass ihr schon im Geiste verbunden seid. Ja, miteinander kommuniziert über eure Träume, Tagträume, eure Seelen sind euch schon ganz, sind sich schon ganz nah, sie kuscheln schon, nur physisch kommt ihr erst jetzt zusammen. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, ihr seid beide gleich, ne? Ihr habt beide den gleichen Status hier. Ja, also wow, also du kannst dich mal definitiv freuen, was da auf dich zukommt, mein Herzchen. Meine Schatzis, ich wünsche dir eine fantastische Zeit. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und teilst und likest. Und natürlich wünsche ich dir ein wunderschönes Treffen mit dieser liebevollen Person. So, und jetzt starten wir zum letzten Stapel, zum dritten Stapel. So, du hast das blaue Blümchen gewählt. Dann schauen wir mal, ob du tatsächlich das Schlusslicht bist oder ob du auch so schöne Karten hast wie Stapel 1 und 2. Ja, also du brauchst auch nicht meckern, mein Schatz. Du hast auch wunderschöne Karten hier. So, was kommt auf dich zu oder wer kommt auf dich zu? Hier könnte ich mir gut vorstellen, geht es um eine ältere Generation. Ja, ich spüre, entweder bist du eine uralte Seele oder du bist 50 aufwärts. Ja, hier kommt jemand unverhofft. Ja, wer kommt nämlich auf dich zu? Ich sehe das jetzt nicht als Geldkarte bei dir oder ich fühle das nicht als Geld. Kann natürlich sein, dass ein älterer Herr dir Geld gibt, aber ich fühle es eher, dass jemand schon in der Pension ist und du lernst diesen Mann kennen. Und zwar unverhofft. Diese Person, die du kennenlernst, ist bereits in Pension. Und es ist wurscht, ob das eine Frührentner, Rentnerin ist oder ob das jemand ist, der schon in der Rente ist, der jetzt schon, ich weiß nicht, 62, 65 Jahre alt ist. Also hier lernst du jedenfalls jemanden kennen, der älter ist als du. Also wenn es keiner in der Pension ist und du auch nicht noch über 50 oder du auf Jüngere stehst, ne, dann ist es wahrscheinlich gar nicht dein Stapel, wenn du auf jüngere Männer stehst. Denn hier sehe ich eine ältere Person auf dich zukommen. Also hier kommt eine ältere Person unverhofft in dein Leben. Und das ist deine absolute Erfüllung. Also du wirst hin und weg von dieser Person sein. Du wirst wieder Lust empfinden zur Sexualität. Du wirst verzückt sein. Und du wirst, es kann auch sein, dass du, wenn du in der Menopause schon bist, dann kann sein, wenn du diese Person kennenlernst, dass du nochmal wie in einen Jungbrunnen fällst und auf einmal kommst du wieder in deinen Zyklus hinein. Ja, also sozusagen schmeißt er dich wieder in deinen Zyklus hinein und du hast wieder die Regelblutung. Ja, auch das kann sein. So, dann schauen wir mal. Ja, Entfaltung des eigenen Potenzials. Dieser Mensch lässt dir dein Potenzial, ja, also hier lässt jemand dein Potenzial aufblühen. Jemand erkennt dein Potenzial, jemand weiß um dich und jemand hilft dir auch, dass du zu Geld kommst. Also mal angenommen, kennt er oder sie jemanden, der, weiß ich nicht, wenn du sagst, du suchst einen Job, ja, geringfügig oder wie auch immer, du möchtest was dazu verdienen, dann hilft diese Person dir zu mehr Geld. Und es wird dich auch noch erfüllen. Ja, das kriege ich auch noch so rein. Ja, dann kommt die Transformation. Ja, also es könnte sein, dass du vielleicht früher nie auf ältere Männer gestanden bist. Und auf einmal kommt die Transformation. Du siehst diesen Mann und denkst, oder diese Frau und denkst dir,
Wow, welch eine Lady, welch ein wunderschöner Mann. Denn es wird jetzt Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Ja, denn wir haben die Zeitkarte. Ja, also es wird Zeit. Jetzt ist es Zeit für Wunder in euren Leben. Es wird Zeit für Wunder und Segen. Und ihr werdet im hohen Alter, was ich sehe, noch einmal heiraten. Also ihr habt schon sehr erwachsene Kinder, was ich fühle. Also eure Kinder sind vielleicht schon erwachsen oder im Erwachsenenalter, wenn ihr noch mal heiratet. Und ja, du trägst tatsächlich noch mal einen Ring an deinem Finger. Denn ich sehe ihn ganz klar. Ich sehe hier die Zuschauer, ganz, ganz viele, wo ich einen Ring am Finger sehe. Ich sehe so viele Fingerle hier. Und jeder zeigt mir seinen Ehering sozusagen. Ja, jeder sagt so, oh, schau mal, schau. Ich habe leider keinen oben, aber schau, 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 ne? So, bekomme ich das eher herein bei euch. Ihr seid beide eben sehr weise. Ja, wie gesagt, entweder seid ihr uralte Seelen oder ihr seid älter, ihr seid weiser, ja, also reifer in eurem Alter. Dann hast du die Meditation Frieden, Erleichterung und Heiligtum. Ah, okay. Ja, also hier kommt etwas auf dich zu. Dann könnte der Donnerstag eine wichtige Rolle bei euch spielen. Setze dich ein und folge deiner Energie. Also hier geht es darum, dass du deiner Energie folgen sollst, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen sollst und dass du hören sollst, was fühlt sich bei dir stimmig an. Ja, was geht so in dir ab? Ja, wenn du diese Person triffst. Ja, weil hier nehme ich wirklich eindeutig ein Treffen mit einer älteren Person wahr. Das kann natürlich dein Vater sein, aber da mal die Ekstase haben, die Verzückung haben. Spürt sich für mich nicht an, aber natürlich kann es dein Vater sein oder er kümmert sich sehr um dich. Schenkt euch kostbare Zeit, also ich glaube, ja, also natürlich kann es dein Vater sein, mit der du oder mit dem du eine kostbare Zeit jetzt verbringen wirst, aber es könnte auch sein, dass ihr wirklich ganz, ganz innige Dates haben werdet. Ja, also viele Dates, wo ihr euch trefft und euch kennenlernt. Kraftvoll wirken. Es könnte sein, dass dieser Mensch, den du kennenlernst, etwas voluminöser ist. Ne? Weiblicher, männlicher, so ein kleiner Bär, wo man sich gerne ankuschelt. Also jemand, der kein Bodybuilder. Ja, also hier nehme ich wirklich so eine Kuschelmaus oder ein Kuschelmäuserich wahr. Ja, jemand, den man, wo man sich wohlfühlt auch. Ja, also ihr fühlt euch gegenseitig wohl. Also ihr seid beide sehr kraftvoll, dynamisch, auch von Temperament her passt ihr wundervoll zusammen. Ihr werdet auch zusammen meditieren. Ja, also ihr werdet zusammen meditieren und ihr steht beide für Frieden. Also ihr habt so viel Unfrieden in eurem Leben erlebt, dass es euch jetzt wichtig ist, dass ihr heilt und dass ihr Frieden schließt mit allem, was ist. Wow, also welch wunderschöne Legungen, alle drei samt einmalig. Da könnt ihr euch freuen auf das, was auf euch zukommt. Und ich wünsche euch vom ganzen Herzen alles, alles Liebe, eine wunderschöne Begegnungen. Genießt die Begegnungen und ihr werdet sehen, dass ihr wirklich ganz, ganz viel Glück in euer Leben habt. Ne? Und dazu wünsche ich euch jetzt von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute. Und falls du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und teilst und likest und kommentierst. Und dazu natürlich ist das kostenlos, ja, das Abonnieren und Teilen und Liken und Schreiben. Da förderst du natürlich meinen YouTube-Kanal. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Baba.